Gut, ja dann herzlich willkommen heute zum 10. Termin in der Vorlesung Autonomous Driving Software Engineering mit dem Thema der Teleoperation oder dem teleoperierten Fahren. Mein Name ist Johannes Falder und ich freue mich sehr, dass ich euch heute das Thema vorstellen darf. Ich bin jetzt selber seit 3,5 Jahren auf diesem Thema beschäftigt und finde es selbst ehrlich gesagt ganz cool, einfach das den Studenten auch mal mitgeben zu dürfen. Was sind die Ziele für heute? Gut, zunächst und auch an diesen Lernzielen ist jetzt dann gleich die Agenda orientiert, also sprich, wie ich das jetzt chronologisch hier durchgehe, so ist es dann auch mit der Agenda abgedeckt. Zunächst möchte ich euch quasi ein Verständnis dafür geben, warum ich und viele weitere glauben, dass das teleoperierte Fahren ein potenzieller Ermöglicher für das automatisierte Fahren darstellt. Wir werden uns das in der Einleitung kurz anschauen, genauso wie die Use Cases des teleoperierten Fahrens. Denn überall da, wo automatisierte Systeme auftreten, können auch teleoperierte Systeme als Backup vorhanden sein. Dann gehe ich weiter und das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, denn eigentlich sind wir ja in einer Softwarevorlesung. Es geht aber jetzt dann trotzdem kurz auch ein bisschen um Hardware, weil wir nämlich später, weil die weiteren Punkte dann darauf aufbauen. Und zwar schauen wir uns die Systemarchitektur beim teleoperierten Fahren kurz an. Also sprich, welche Komponenten haben wir denn eigentlich verbaut, um dann im nächsten Schritt unsere systembedingten Randbedingungen ableiten zu können. Also mit welchen Problemen haben wir bei der Teleoperation zu kämpfen? Das sind nämlich zum einen mal die Latenzzeit, ein sehr bekanntes Thema, der Jitter und auch der Paketverlust. Besonders das Thema der Latenzzeit ist das Thema, was eigentlich immer als erstes kommt. Also wenn Probanden bei uns bei den Versuchen sind oder wenn neue Interessierte auf das Thema stoßen, kommt immer die Frage, ja, was ist denn eigentlich die Latenzzeit? Ist es zu hoch? Ist es ja zu niedrig? Ist eher unrealistisch? Kommt immer die Frage, was ist die Latenzzeit? Ist es und muss es noch besser werden? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass ihr auch dafür ein Verständnis habt und deswegen schauen wir uns diese Latenzzeitenkette im teleoperierten Fahren heute sehr detailliert dann an. Und hier findet jetzt ein bisschen ein Cut statt. Hier oben war alles sehr technisch orientiert, aber letztendlich muss das System ja ein Mensch steuern. Also sprich, wir müssen die ganzen Daten irgendwie so aufbereiten, dass ein Mensch in der Lage ist, das System zu bedienen. Und das erfolgt dann ab hier. Ich möchte euch ein Verständnis dafür, geben, was denn eigentlich das Situationsbewusstsein bedeutet und was das für uns in der Teleoperation bedeutet. Genau, so viel hierzu. Und dementsprechend richtet sich die Agenda heute aus mit einer kurzen Einleitung, dem System Setup. Anschließend gehen wir in das Netzwerk mal ein bisschen tiefer rein, weil ich es einfach wichtig finde, dass rein aus der Erfahrung heraus es schon sinnvoll ist, ein bisschen Verständnis dafür zu haben, wie unser Internet eigentlich funktioniert. Denn das ist immer der Bottleneck, über den wir die Daten verschicken. Dann, wie versprochen, die Latenzzeiten-Thematik und hier dann der Cut zum Situationsbewusstsein, der Situational Awareness und noch ein Ausblick und eine Zusammenfassung. Ich starte jetzt mit einem kurzen Video. Das ist zum einen natürlich ein bisschen Eigenwerbung, denn alles, was ihr jetzt gleich in dem Video seht, ist von uns ja am Lehrstuhl selber aufgebaut. Das Video beschreibt nämlich unseren Software-Stack, den wir in ein paar Wochen auch Open Source stellen werden. Und zum anderen ist das einfach auch ein wertvoller Erfahrungsschatz, auf den wir hier am Lehrstuhl zurückgreifen können, denn wir machen die Teleoperation bereits seit dem Jahr 2010. Und das ist jetzt alles hier in dem Video zusammengefasst. Genau, nicht wundern, Ton gibt es bei diesem Video keinen. Die Bilder müssen für sich sprechen.
Wir wenden das zunächst an unseren Versuchsträger, den Audi Q7, an. Man sieht links unten, wie der Q7 tatsächlich ferngesteuert wird, rechts unten die Sicht aus dem Fahrzeug und oben die Sicht des Teleoperators bei uns am Lehrstuhl. Weil vermutlich die wenigsten Leute wirklich die Möglichkeit haben, einen eigenen Versuchsträger sich anzuschaffen und da fröhlich teleoperiert zu steuern, haben wir das Ganze auch auf anderen Systemen angewendet. Hier jetzt zum Beispiel mal dieses F1 10th Car, was schon ganz lustig ist, das mal fernzusteuern. Und man merkt da direkt schon, ihr habt es gerade das gesehen, aus der Sicht des Teleoperators, die Kamera ist gerade mal, ich weiß nicht, ein paar Zentimeter über dem Boden, 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter, ich weiß es nicht. Also Sicht des Teleoperators fährt der wahnsinnig schnell, aber das Fahrzeug an sich ist mit 3 oder 4 km/h unterwegs. Und wo es vermutlich am meisten genutzt werden wird, ist in der Simulation. Hier jetzt der SVL Simulator, das ist ein Open Source Simulator, sprich, der steht auch jedem zur Verfügung. Und auch da haben wir die passende Bridge, um unseren Software Stack anwenden zu können. Gut, hier parkt mein Kollege noch ein. Schauen, ob er es noch hinkriegt. Und ja, der schafft's. Genau. So, und mit diesem Auftakt ist jetzt, glaube ich, ein gewisses Verständnis eigentlich schon mal da, was wir in der Teleoperation machen. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt trotzdem grundlegend erstmal an mit einer Definition. Ich habe 3 Stück mitgebracht für Teleoperation. Zunächst mal ganz generell eine Definition aus dem Oxford Dictionary genommen. Und da heißt es einfach, dass Teleoperation die Steuerung eines Geräts oder einer Maschine über die Ferne ist. Das ist noch ziemlich allgemein, wenn man sich hier das in der nächsten Definition von Hirche 2005 anschaut. Das ist im Bereich der Handhabungsroboter. Und da wird es schon ein bisschen konkreter. Da ist es nämlich a multimodal telepresence and teleaction system where a human operator commands a remote robot known as teleoperator through an interface. Es wird jetzt konkreter, dadurch einfach schon mal ist es gegeben, okay, wir brauchen irgendeine Schnittstelle, ein Interface. Ihr habt es gerade gesehen, das war das Lenkrad und auch die Monitore, die Anzeige. Der Operator setzt Steuerbefehle an den Roboter. Das macht er bei uns eben über Lenkrad und über das Pedal. Aber das ist nur eine Steuerungsmöglichkeit. Es gibt auch noch weitere, wo man zum Beispiel mit einem Joystick steuert oder über die Maus auch bedient. Und ja, es ist ein Telepräsenzsystem, sprich man ist selbst nicht wirklich in der Situation drin, man ist remote, man ist aus dieser Situation draußen. Und einer meiner Vorgänger hat es dann relativ simpel definiert im Bereich bei uns, Straßenfahrzeuge, ein Fahrzeug aus der Ferne steuern. Ja, jetzt ist es natürlich Forschung zunächst. Das ist was Schönes, was man experimentieren kann. Könnte man sagen, ja, in die Anwendung kommt sowas ja eh nicht. Wenn man dann aber mal in den Markt blickt, gerade in dem Bereich der Startups, dann habe ich hier mal über die Jahre akkumuliert zusammengetragen, wie viel Finanzierung denn eigentlich in Startups in den letzten Jahren in den Bereich der Teleoperation geflossen ist. Und was ich mit dieser Folie einfach nur aussagen will, ist, es geht ordentlich nach oben in den letzten Jahren. Und erstaunlich ist, im Jahr 2016, ich habe schlichtweg nichts gefunden, dass irgendwie ein Wagniskapital oder Ähnliches in ein Teleoperations-Startup geflossen wäre. Also sprich, das ist ein brandaktuelles Thema. Was uns auch sehr freut, ist, dass hier Fernride mit dabei ist. Das ist das Teleoperations-Startup, was sich hier aus dem Lehrstuhl ausgegründet hat. Die haben im Moment auch schon über 2 Millionen an Finanzierung bekommen und sind auch schon bei knapp 15 Mitarbeitern. Und ja, was ich hier zur Ergänzung noch dazu sagen muss,
Das wird garantiert kommen. Hier steht auch Einride drin mit einer relativ großen Summe. Einride macht natürlich nicht nur Teleoperation, sondern auch elektrische und autonome Fahrsysteme. Und das ist deren Gesamtfinanzierung. Heißt, selbst wenn man das jetzt dritteln würde, wir wären immer noch bei 70 Millionen US-Dollar, was eine ordentliche Summe ist. Genau, ich könnte jetzt hier noch Stunden weiter erzählen, aber ich gehe weiter zum nächsten. Wie sieht es bei den OEMs aus? Wir waren jetzt gerade bei Startups und auch bei OEMs ist so ein bisschen mein Eindruck im Moment, oder letztes Jahr war das mein Eindruck, ja, Teleoperation macht irgendwie jeder, aber keiner spricht darüber. Jetzt in den letzten Monaten, finde ich, hat sich das ein bisschen gewandelt. Die Unternehmen gehen damit oder platzieren sich dadurch tatsächlich auch. Und hier habe ich einfach mal ein paar Überschriften mitgebracht, zum Beispiel: Waymo hat bereits in dem Jahr 2016 schon für Teleoperation Patente angemeldet. Nissan, hier ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 2017, wenn ich mich richtig erinnere, hat mit der NASA zusammengearbeitet, um ein Kontrollzentrum aufzubauen für automatisierte Fahrzeuge. BMW ist auch dran, hier in Zusammenarbeit mit der LMU, um ein Interface zu gestalten. Und hier mit dieser Überschrift Designated Driver, ein weiteres Startup, was hier in diesen Bereich eintritt. Also um es nochmal zusammenzufassen, Teleoperation ist längst nicht nur mehr ein reines Forschungsthema, sondern es ist in der Industrie angekommen und wird dort auch garantiert Anwendung finden. Stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir jetzt eigentlich diese Situation? Und ja, es dreht sich um automatisierte Fahrzeuge. Und zwar können teleoperierte Fahrzeuge, das ist unsere Hoffnung und das ist unser Vorhaben, die Einführung von automatisierten Fahrzeugen beschleunigen. Nämlich vor allem automatisierten Fahrzeugen nach SAE, Automatisierungsgrad mit Automatisierungsstufe 3 oder 4. Und zwar Stufe 4 zeichnet sich dadurch ja aus, dass es domänenspezifische Begrenzungen gibt. Die können zum Beispiel regionaler Natur sein oder auch witterungsbedingter Natur. Und hier habe ich mal Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel in diesem Beispiel eine Baustelle. Wenn da jetzt von heute auf morgen eine Baustelle auftritt, dann kann es schon mal vorkommen, dass ein automatisiertes Fahrzeug ein Problem damit hat, gerade die Lokalisierung. Denn ich weiß nicht, in welchem Termin, ich vermute im dritten oder vierten Termin, im zweiten Termin zum Thema Lokalisierung wurde auch kurz mal die Lane-LED mit angeschnitten. Sprich, da wird genau abgespeichert in dem Kartenformat, wo befindet sich welche Straßenmarkierung, wo gelten welche Vorfahrtsregeln und so weiter. Wenn ich mir hier die Situation anschaue, dann hat das vielleicht mal gepasst, aber stimmt überhaupt nicht mehr überein. Und das ist ein Problem für ein automatisiertes Fahrzeug. Für einen Menschen ist es aber einfach lösbar. Ähnlich hier drüben. Wetter und Dunkelheit, besonders Reflexionen, können für eine automatisierte Objekterkennung oder allgemein für eine Wahrnehmung, die vor Herausforderungen stellen, gerade bei so hohen Blendungen, wird es dann schon schwierig, auch den Fußgänger hier zu erkennen. Also lauter solche Edge Cases führen einfach dazu, dass automatisierte Mobilität immer noch ein Problem hat. Und da sagen wir einfach mit der Teleoperation, ja, komm, wir helfen euch. Ihr müsst noch nicht 100% aller Fälle können. Wir versuchen, den Rest abzudecken. Und so versucht man das gemeinsam schneller nach vorne zu pushen. Dementsprechend sind die Anwendungen von teleoperierten Systemen auch sehr vielfältig. Denn überall da, wo ein automatisiertes Fahrzeug Anwendungen finden kann, können wir mit der Teleoperation natürlich auch helfen. Und natürlich, klar, es gibt den Personentransport, sprich zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr oder ein Taxigewerbe, wo ein automatisiertes Fahrzeug Anwendung finden könnte. Aber auch der Gütertransport wird automatisiert. Also gerade in großen Minen oder in firmeninterne Logistik, wie sie bei großen Unternehmen notwendig ist, also sprich, wo Waren den ganzen Tag nur von einer Halle zur anderen Halle gefahren werden. Es muss ja, da muss nicht den ganzen Tag an sich ein LKW hin und her fahren. Das kann auch automatisiert geschehen. Und
für genau solche Systeme kann man auch die Teleoperation als Backup nutzen. Genau, ich habe sie noch untergliedert in öffentliche Bereiche und abgesperrte Gebiete, weil rein so meine Einschätzung ist, dass in den abgesperrten Gebieten es schon in den nächsten Jahren kommen wird, die Teleoperation. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie es im öffentlichen Bereich aussieht mit der Teleoperation, das ist nochmal ein anderes Thema. Da bin ich aber auf rechtlicher Seite auch der falsche Ansprechpartner. Ich kann es nur aus technischer Perspektive sagen. Gut. Damit bin ich durch mit der Einleitung vorerst fertig. Zusammenfassend, ich habe euch gezeigt, was sind so die Anwendungsfälle der Teleoperation. Ich habe euch eine Definition an die Hand gegeben und versucht darzustellen, wie die Teleoperation im Bereich des automatisierten Fahrens auch seinen Platz findet. Nämlich immer dann, wenn es an ein Problem kommt, muss das Auto das Problem erkennen, stehen bleiben und übergibt an die Teleoperation, um die Situation zu lösen. Gut. Dann gehen wir jetzt in den Systemaufbau rein, in das System Setup. Und zwar besteht unser System im Wesentlichen aus drei Komponenten. Nämlich auf der einen Seite den Teleoperator, also den Menschen, den haben wir hier. Das Fahrzeug auf der anderen Seite und dazwischen befindet sich noch unser Netzwerk. Ich habe es jetzt mal mit LTE bezeichnet oder auch hoffentlich bald 5G. Jetzt, was sind eigentlich die wesentlichen Komponenten? Ich habe es auf den nächsten Folien unterteilt in, was sind die grundlegenden Elemente, sprich, das brauchen wir garantiert auf jeden Fall, und in noch nützliche Elemente, also die können je nach Anwendungsfall auch wegfallen. Hier so dargestellt, dass immer links zunächst das Element, dann in der Mitte die Funktionalität und dann rechts eine Beispielkomponente. Ganz wichtig, Kamera. Die Kamera sind quasi die Augen des Teleoperators, die brauchen wir unbedingt. Die nehmen uns die Videobilder auf. Beispiel dafür ist die Frontkamera. Und anhand von diesen Kamerabildern fährt man dann im Wesentlichen. Wir brauchen irgendeine Rechnereinheit, die uns die Daten aufbereitet und entsprechend routet. Das kann ein K-Computer sein. Jetzt bei uns am Fahrzeug ist es ein Ubuntu-basierter Rechner. Sind verschiedene Konstellationen denkbar. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, ist eine Schnittstelle zum Fahrzeug. Denn wir können uns viele Bilder anschauen, wenn wir keinen Durchgriff bekommen auf eine Steuerung oder auf einen Einfluss auf automatisierte Funktionen, dann können wir nichts verändern. Dementsprechend jetzt im Beispiel oder im Anwendungsfall der Direktsteuerung, also wo wir wirklich lenken, brauchen wir natürlich die Lenkung, die Beschleunigung und auch das Bremsen. Und wenn es in die Anwendung kommen soll, ja, dann müssen wir auch blinken können, Licht anschalten, ausschalten, und das fällt unter diesen Sekundäraufgaben mit rein. Bei uns ist das beispielhaft am Q7 über CAN umgesetzt. Wir haben eine Autobox eingebaut und die greift auf den CAN und so schreiben wir dort die Geschwindigkeit. Und zu guter Letzt, wir wollen mit dem Fahrzeug verbunden sein, wir brauchen irgendwie einen Netzwerkzugang. Klassischerweise ein LTE-Router, hoffentlich, wie gerade eben schon gesagt, bald ein 5G-Router. Was ist dann noch sinnvoll, aber jetzt nicht zwingend notwendig? Irgendeine Fahrdynamik-Zustandsschätzung und auch Lokalisierung kann je nach Anwendungsfall sinnvoll sein, einfach um zu wissen, wo stehe ich denn mit meinem Fahrzeug eigentlich gerade. Weniger relevant ist sowas vielleicht in irgendwelchen abgesperrten Industriegeländen, wo man so oder so anhand der Kamerabilder schon weiß, wo man ist. Dann kann man sich sowas auch sparen. Eventuell weitere Sensoren, zum Beispiel ein LIDAR-Sensor, über den sich ein Sicherheitskonzept zum Beispiel realisieren lässt oder der Objekte erkennt. Und noch eine Kommunikationseinheit. Also das ist auch erfahrungsgemäß ganz sinnvoll und das machen wir auch so beim Q7 unten. Also wenn wir teleoperiert fahren, sitzt ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug und wir telefonieren einfach mit dem. Also der ist mit der Freisprechanlage verbunden und dann können wir dem sagen, ja so ungefähr, wir fahren jetzt los, wir fahren, obwohl wir rechts fahren sollten, wir fahren jetzt links. Und gerade sowas ist auch wichtig dann für die Anwendung, dass man mit den Passagieren spricht. Ich habe schon mehrere Leitwarten besucht, einfach aus Interesse, um zu erfahren, wie funktioniert denn das da eigentlich. Und was ich so bisher da erfahren habe, ist einfach,
Es gibt immer mindestens eine Person, die sich nur um die Kommunikation kümmert, also die nur dafür da ist, um mit den Passagieren zu sprechen, um denen ein Bild zu geben, so ungefähr, ja, ich kläre euch jetzt darüber auf, was gerade passiert, und jemand anders steuert dann wirklich. Deswegen steht es hier als sinnvolle Komponente mit dabei. Hier noch ein Beispiel. Mit der Folie will ich aussagen, dass sich so bei teleoperierten Straßenfahrzeugen, gerade so jetzt bei den Forschungs- und ersten Versuchsträgern, Forschungsfahrzeugen, ein ähnliches Setup häufig verwendet wird. Üblicherweise sind es 3 Frontkameras. Mit denen bekommt man einen relativ guten Field of View. Und wir haben da viel ausprobiert. Wir hatten es auch schon hier vorne, wo der Fahrer sitzt, also ein bisschen mittig, weil die erste Vermutung war, ja, möglichst exakt die Position des Fahrers nachzubilden. Aber das ist nicht mal so gut, denn die Kamera kann sich im Auto nicht bewegen und dann hat man immer die A-Säule da im Weg und einen riesigen toten Winkel, den der Mensch einfach kompensiert, indem er seinen Kopf bewegt. Das kann die Kamera nicht. Das und viele weitere Gründe führt dazu, dass man es letztendlich dann aufs Dach baut. Gut, operatorseitig haben wir im Prinzip das Pendant jeweils zum Fahrzeug. Sprich, beim Video waren es die Kameras, hier brauchen wir irgendein Anzeigegerät, um die Daten zu visualisieren. Klassischerweise mit Monitoren, wird aber auch viel experimentiert mit Head-Mounted Displays. Wir brauchen wieder einen Rechner, um die Daten verarbeiten zu können, und wir brauchen auch ein Eingabegerät. Gerade eben beim Video war es Lenkrad und Pedal, muss aber nicht zwingend sein. Also je nach Steuerungsart kann es auch ein Joystick sein oder eben Maus, Tastatur, wenn man vielleicht nicht mehr direkt steuert, sondern indirekt steuert. Und natürlich den Zugang zum Netzwerk. Was noch weiter sinnvoll ist, aber nicht zwingend notwendig, ich habe es hier so einfach hingeschrieben, Sitz. Ein guter Sitz ist schon was Sinnvolles. Es gibt einem Halt, also mit einem Bürorollstuhl macht es keinen Spaß. Aber das hat auch noch einen anderen Grund, nämlich die Immersion. Wir werden es dann im Kapitel zur Situation Awareness sehen, dass man recht viel machen kann über Vibrationen zum Beispiel. Ja, jetzt kommt hier eine Frage. Genau, jetzt kam die Frage aus dem Publikum, ob man gerade um die Immersion zu steigern nicht Virtual Reality Brillen nutzen könnte. Richtig, ich hatte es gerade eben auch 2 Folien vorher, vielleicht bin ich da ein bisschen zu schnell drüber gegangen. Eine Folie hier, genau, die Head-Mounted Display. Ja, ich habe da neulich erst wieder eine Diskussion mit einem Kollegen gehabt, das ist schon sehr sinnvoll, so eine Head-Mounted-Display, weil man gerade zum Beispiel von der Automation erkannte Objekte sich da ja wirklich dreidimensional anzeigen lassen kann und sich da reinsetzen kann. Aktuell ist aber noch ein bisschen das Problem, dass so Head-Mounted-Displays einen begrenzten Field of View haben. Bei der Head-Mounted-Display, die wir haben, die hat ein Field of View von 110 Grad horizontal, und das menschliche echte Sichtfeld sind aber 214 Grad. Das heißt, man muss da ständig viel den Kopf bewegen, und wenn ich jetzt nach links schaue, fällt mir komplett weg, was ich rechts sehe. Und dadurch ist der Gewinn von der Head-Mounted Display ein bisschen verloren. Aber ich habe da große Hoffnungen in die nächste Generation. Ich glaube, dann wird das eine ziemlich coole Sache. Die Frage und gleich die nächste Frage. Die Frage war, wie das operatorseitig gemacht wird, ob das quasi ein dynamischer Fahrsimulator ist, der sich bewegt und der gerade für das vestibuläre Empfinden da Rückmeldung gibt, sowas wie Force Feedback, oder ob das ein statischer Arbeitsplatz ist. Das hängt vom Budget ab, sagen wir es mal so. Also wenn das dann in Serie kommt und Anwendung findet, glaube ich nicht, dass man es sich leisten kann, da 50 dynamische Fahrsimulatoren aufbauen zu können.
klar, das ist ziemlich cool. So ein dynamischer Fahrsimulator gibt ein viel besseres Empfinden zurück. Wir machen es aber aktuell mit einem statischen Fahrsimulator. Also sprich, das ist ein fester Sitz und da bewegt sich nichts. Genau. Gut. Ich war gerade eben beim Sitz, Thema Immersion. So sind wir auf die Fragen gekommen. Und hier steht dann als nächstes, genau, das haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Und Kommunikationsunit ist eben auch wieder das Pendant, sprich, wir können mit den Leuten sprechen. Gut. Dann habe ich hier noch Beispiele mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Jetzt hier links ist unser kleiner Operator-Arbeitsplatz dargestellt, den wir unten in der Leichtbauhalle stehen haben. Ist ein Gaming-Lenkrad. Das hat auch schon fast Feedback. Ist ganz, also ein bisschen Rückmeldung kriegt man schon, aber halt jetzt nicht im Sinne von, der Stuhl bewegt sich. Und die Curved Gaming-Monitore, wo wir dann später in der Latenzzeiten-Thematik noch drauf eingehen, warum das Gaming-Monitore sein sollten. Und was hier ganz praktisch für uns ist, aber das ist jetzt nur eine Randnote, wir haben uns hier ein Konstrukt gemacht, dass wir das Lenkrad schnell zur Seite schieben können und dadurch können wir dann hier weiter programmieren und weiterarbeiten. Entwickler-Setup. Rechts dagegen eher ein Setup, wie es für ein Demo-Case aussieht, von einem Startup. Und was man hier auch sieht, es hat sich bisher so ein bisschen etabliert, diese drei Monitore nebeneinander, die einem den Blick nach vorne geben. Dann hier oben drüber eine Rückfahrkamera und noch zwei weitere Monitore für zusätzliche Informationen. Hier zum Beispiel eine Karte, die die Position des Fahrzeugs anzeigt und hier eine Kamera in den Innenraum des Fahrzeugs. Gut. Und damit kommen wir zur nächsten Thematik, nämlich dem Netzwerk. Ich habe jetzt gerade die Hardware-Komponenten vorgestellt gehabt, nämlich das Fahrzeug und den Operator. Und logischerweise, da fehlt noch was dazwischen, und nämlich das Netzwerk. Und das ist bei uns ein bisschen ein herausforderndes Thema, deswegen drehe ich jetzt didaktisch um. Ich starte gleich mit dem, wo wir in diesem Kapitel nämlich enden werden, nämlich die vier Randbedingungen, die uns dieses Netzwerk setzt. Mit denen müssen wir immer kämpfen bei der Teleoperation. Und das ist zum Ersten eine beschränkte Datenrate. Jeder kennt das, jeder hat einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, da ist spezifiziert, was für ein Datenvolumen man hat und mehr geht halt nicht. Jetzt, wenn jeder, kann ja mal mit der Handykamera filmen, sich das anschaut und ausrechnet, dann wird er gleich merken, oh, das ist ein bisschen größer als das, was ich eigentlich gerne übers Netzwerk bringen wollen würde. Heißt, wir müssen unsere Daten komprimieren, damit wir es übers Netzwerk bekommen. Das Weitere ist die Übertragungszeit. Spielt auch in die Latenzthematik mit rein. So ein Netzwerk fügt halt einfach wieder einen zusätzlichen Lag, eine zusätzliche Zeit auf die Übertragung mit hinzu. Damit hat man zu kämpfen. Auch eine Thematik ist der Jitter. Jitter bedeutet, dass diese Übertragungszeit, diese Latenzzeit nicht für jedes Paket exakt gleich ist. Deswegen hier auch so eine Verteilungskurve. Mal braucht das Paket 90 Millisekunden, bis es ankommt, mal ist es nach 40 Millisekunden da. Und gerade bei den Videos ist das ein Problem, weil ein Video ist ja, sind einzelne Bilder. Ein Bild kann ich nicht als einen Paket übers Netzwerk schicken, das muss ich unterteilen in kleine Pakete. Wenn jetzt nur ein einziges Paket von den vielen Paketen fehlt, kann ich das Bild nicht rekonstruieren. Sprich, ich muss puffern, bis das letzte Paket kommt. Heißt, ich bin mit meiner Pufferzeit mit der Latenzzeit wahrscheinlich eher hier ein bisschen, damit ich halt nicht in das Problem laufe, dass mir viele Videobilder fehlen, weil dann habe ich einen schwarzen Bildschirm. Und ja, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, Paketverlust, es geht halt häufig was im Netzwerk verloren. Und genau für die vier Punkte, um das ein bisschen besser zu verstehen, also um dafür ein Gespür zu bekommen, wo kommt das eigentlich her, schauen wir jetzt mal in das Netzwerk ein bisschen genauer rein. Kurz die Geschichte dazu. Ich habe Maschinenbau studiert und hätte mir gewünscht, dass mir das mal jemand im Studium erklärt hätte. Vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Vorlesungen gehört, auch möglich. Aber das ist so meine Erfahrung und deswegen gehe ich jetzt in dieses Thema kurz ein bisschen rein. Okay, ganz grundlegend. Was ist ein Netzwerk und was will man da eigentlich? Netzwerk besteht aus End-Usern. Hier mit E dargestellt. Und das Ziel ist immer, den Datenaustausch von einem End-User zum anderen End-User.
Das Ganze geht über ein Übertragungsmedium, hier dazwischen mit diesen Linien eingezeichnet. Das kann Funk sein, das kann ein Kabel sein. Und dazwischen sind einige Transitpunkte, Knotenpunkte, die quasi bestimmen, wo geht welches Paket als nächstes hin. Wenn man sich das so anschaut, dann merkt man schon, okay, wenn man das jetzt weltweit gestalten will, dann wäre es sinnvoll, da eine Standardisierung zu schaffen, denn auf diesem Netzwerk, da sprechen unterschiedliche Länder miteinander, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Betriebssysteme und. Und das funktioniert nur, wenn es standardisiert ist. Und da gibt es einen Standard. Und das, was wir hier als Internet haben, das ist hier dieses TCP-IP-Ebenenmodell, das ist unser Internet. Das eigentliche Modell zur Standardisierung, also es gibt das OSI-Modell, ich muss so rum anfangen. Das OSI-Modell ist ein Standard zur Standardisierung von Netzwerken. Sprich, das beschreibt genau, welche Schritte man machen muss und was man alles berücksichtigen muss, wenn man ein Netzwerk entwirft. Und jetzt hier nebendran, das TCP-Modell, TCP-IP-Modell, ist eine Umsetzung von dieser OSI-Norm. Allerdings kam die OSI-Norm, ich glaube, ungefähr 6 oder 7 Jahre später als die eigentliche Umsetzung. Und daher kommt es, dass diese Ebenen hier nicht wirklich schön übereinander passen. Also sprich, in unserem Internetmodell haben wir 4 Ebenen, während im OSI-Modell 7 Ebenen auftreten. Alles, was im OSI-Modell aber drinsteht, kann im TCP-IP-Modell Anwendung finden. Auf die einzelnen Stufen möchte ich jetzt gar nicht detailliert eingehen. Nur so viel ist vielleicht gut für uns zu wissen. Hier unten auf der untersten Ebene ist die physikalische Ebene. Also hier geht es wirklich darum, die Bits übers Kabel oder über den Funk zu verschicken. Und hier oben sind die Anwendungen, zum Beispiel ein Messenger-Dienst oder so. Also sprich, man ist da auf verschiedenen Ebenen und nicht jeder Messenger-Dienst will jetzt das Rad neu erfinden, sondern verlässt sich immer auf die Ebenen, die darunter sind. Und so funktioniert auch die Kommunikation. Wenn ich jetzt hier eine Anwendung habe, zum Beispiel einen Messenger-Dienst, dann schreibe ich hier eine Nachricht und die poppt dann beim anderen hier am Messenger-Dienst wieder auf, beim anderen User. Und dann scheint es für mich zunächst so, als würde ich direkt mit dieser Anwendung kommunizieren. Was aber tatsächlich passiert ist, dass meine Daten, die ich verschicke, jede Ebene dieses Modells vertikal nach unten durchläuft, bis zur untersten Ebene, bis zur linken Ebene. Da wird es geschickt an den nächsten Transitpunkt und hier geht es wieder hoch bis zur Internet-Ebene, weil in der Internet-Ebene steht die IP-Adresse und so findet dieser Transitpunkt den nächstgelegenen Punkt, um diese Daten zu verschicken. Und so geht mein Paket quasi von Transitpunkt zu Transitpunkt und in jedem Punkt immer vertikal diese ganzen Ebenen hoch und runter. Wie sieht so ein Paket aus? Kommt nachfolgend in den nächsten Folien. Worauf ich hier aber hinaus will, zunächst bei dieser Grafik und mit dieser Folie ist, die Datenmenge, die ich verschicken kann innerhalb eines Pakets, bestimmt nicht die oberste Ebene, nicht die Anwendung, sondern die kann ja nur das nutzen, was die unteren Ebenen mir zur Verfügung stellen. Heißt, die unteren Ebenen dieses IP-Modells, die geben mir quasi den Bereich, in den ich meine Daten einsetzen darf. Und eine wichtige Einheit ist hier die MTU, die Maximum Transmission Unit, und die ist bei Ethernet standardweise 1500 Bytes. Heißt, ein Paket kann eigentlich nicht größer sein bei Ethernet als 1500 Bytes. Wenn es größer ist, muss es fragmentiert werden. Und fragmentieren will man häufig nicht, weil dann die Gefahr steht oder sich die Gefahr eines Paketsverlusts ja dann auf jedes Paket auswirkt. Und dann ist es einfach viel wahrscheinlicher, dass ich die Daten nicht mehr rekonstruieren kann. Genau, und da ist es eben so jetzt in dem Modell. Auf der untersten Ebene, Link-Ebene, die hat halt eine Paketgröße. Dieses Paket auf unterster Ebene hat einen Header und einen Footer. Und in den Datenbereich setzt dann die Ebene darüber ihr Protokoll rein. Das ist hier das IP-Protokoll. Das hat wieder einen eigenen Header.
und bietet einen Datenbereich an, der darüberliegenden Ebene. Da ist dann die Transportebene, also TCP, UDP, und das setzt wieder einen eigenen Header rein. Und so komme ich eben dahin, dass meine Anwendung einfach nur einen gewissen maximalen Bereich an Daten für ein Paket verwenden kann. Wie sieht so ein IP-Protokoll aus? Bloß kurz rein, damit wir es da auch ein bisschen besser verstehen. Es hat, wie gerade eben schon gezeigt, diesen Datenbereich. Und jetzt fürs IP-Protokoll, eigentlich für uns das Wichtigste ist einfach nur, da steht eine Start- oder eine Quelladresse drin und eine Zieladresse drin. Also das sind unsere IP-Adressen und so wissen die ganzen Transitpunkte im Netzwerk, wo soll dieses Paket eigentlich hin. Dann gibt es ja natürlich noch weitere Felder. Wer da Interesse hat, kann da näher reinschauen. Für uns reicht es jetzt zunächst mal, okay, wir haben eine IP-Adresse und da wollen wir das hinschicken. Dann eine Ebene höher, UDP oder TCP. Sind zwei grundlegend verschiedene Sachen. Und beides ist irgendwie für uns, für die Teleoperation, nicht ideal und wir müssen immer einen Kompromiss eingehen. Warum ist das so? Schauen wir es uns an. UDP, dieses Paket, habe ich hier links aufgeführt. Das hat einen sehr schlanken Header. In dem Header steht, ja, nur das Nötigste drin, der Quellport und der Zielport. Heißt, das ist sowas wie die, der Port eines Rechners. Man kann es übertragen so darstellen, dass wenn die IP-Adresse die Adresse ist, zum Beispiel die Boltzmannstraße 15, dann wäre der Port tatsächlich das Institut, wo es dann hin soll, zum Beispiel der Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. So kann man sich einen Port vorstellen. Das wird hier festgesetzt und dann steht da eigentlich nicht mehr viel drin. Nur noch die Länge und eine Checksumme. Und da kann man sich das sehr schön dann auch ableiten, was UDP ist. Das ist ziemlich schnell. Das ist nichts anderes als Fire and Forget. Also UDP schickt ein Datenpaket ab und der Sender interessiert sich dann auch nicht mehr für das Paket. Das ist ihm egal. Das finden wir cool, weil es schnell ist. Das Problem ist allerdings, wir kriegen es nicht mit, wenn da ein Paket verloren geht. Und das ist auch wiederum irgendwie schlecht. Wäre dann TCP eine Option? Schauen wir es uns an. TCP macht noch mehr Sachen. Die haben hier noch eine Sequence Number mit drin und eine Acknowledgement Number. Den genauen Mechanismus kann man sich auch wieder durchlesen, wenn man sich dafür mehr interessiert. Es geht hier nur um Nummern, die erhöht werden beim Empfangen und wieder verschicken. Und so kann TCP kontrollieren, ob ein Paket angekommen ist oder nicht. Heißt, man kann darüber eine gewisse Zuverlässigkeit garantieren. Und das wäre ja schon nicht schlecht für uns. Also sprich, dass wir auch einfach sagen können, okay, das Paket kommt wirklich an. Aber um zu wissen, ob ein Paket angekommen ist, muss ich natürlich eine Antwort verschicken. Und wenn es nicht geschickt wurde, muss ich es wieder verschicken. Und schon habe ich wieder das Problem von zusätzlicher Latenzzeit. Also sprich, es ist beides irgendwie nicht so ganz ideal für uns. Und deswegen hängt es davon ab, was man verschicken will. Zum Beispiel, wir machen es dann nachher in der Übung, da gehen wir auf Statusnachrichten ein. Also sowas wie, welcher Gang ist im Fahrzeug eingelegt und in welchem Kontrollmodus befindet sich das Fahrzeug. Also ist es gerade direkte Steuerung oder ist eine Shared Control oder eine Trajektoriensteuerung sowas eingelegt. Und das sind Daten, klar, die wollen wir auf jeden Fall wissen. Wir wollen wissen, in welchem Zustand das Fahrzeug ist. Aber ob das jetzt 50 Millisekunden später ankommt oder nicht, ist nicht so wichtig. Und dafür verwenden wir TCP-basierte Sachen. Anders ist es jetzt bei den Videos zum Beispiel. Da wollen wir ja, dass die möglichst schnell kommen. Und da nutzt man meistens dann was UDP-basiertes. Und ich habe es hier mal beispielhaft mitgebracht. Das sieht dann so aus, dass es beim Operator einen RTSP-Client gibt. RTSP steht für Real-Time Streaming Protocol und das ist TCP-basiert, das schickt der Operator ans Fahrzeug und da stehen so Sachen drin wie Starten des Videos, Stoppen des Videos, also einfach Kontrollbefehle. Sowas will man, dass sicher ankommt. Heißt, das ist eher TCP-basiert. Und dann die Videos, die kommen mit RTP-Paketen. RTP ist UDP-basiert, also eher schnell. Fügt aber diesem UDP-Paket noch so Nummern hinzu, um zu prüfen zu können, ob was verloren gegangen ist. Aber
ist dann wieder eine Anwendungssache. Also sprich, man geht hier immer gewisse Kompromisse in unserem Netzwerk ein. Es ist nie ideal, aber man versucht sich eine möglichst gute Lösung zu erstellen, dass zum Beispiel auch die Videos schnell und möglichst flüssig übertragen werden. Gut. Jetzt gehen wir noch mal eine Ebene ein bisschen raus und sehen uns das noch mal ein bisschen von oben an. Und zwar gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Upload und Download. Klar, damit ist die Richtung des Datenflusses gemeint. Und wir schauen uns das jetzt an aus der Sicht des Fahrzeugs. Weil das Fahrzeug ist ja der, der das Mobilfunknetz nutzt. Also der Operator ist ja hier meistens ans Kabel gebunden. Bei dem ist das Netzwerk selten ein Bottleneck. Gerade hier, wo wir auch im Lehrstuhl jetzt wieder umrüsten, da fließen die Daten ganz gut. Heißt, Bottleneck ist eher diese Verbindung. Und wenn man sich das anschaut, dann ist aus Sicht des Fahrzeugs das Bekommen der Fahrzeugdaten ist ein Download. Wenn man sich jetzt die Spezifikationen anschaut von so einem Mobilfunkvertrag, dann sind Downloadraten, die sind meistens gigantisch hoch, weil das ist das, was der Kunde am häufigsten nutzt. Er will sich Sachen anschauen. Das ist ein Problem für uns, weil die mit Abstand größten Daten, die Videodaten, sind aus Sicht des Fahrzeugs ein Upload. Und Uploadraten schaut man sich in Mobilfunkverträgen nicht so häufig an, aber da wird man feststellen, die sind niedriger. Und deswegen habe ich mal die aktuellen Spezifikationen aus dem Connect-Magazin da mitgebracht. Die fahren jedes Jahr durch Innenstädte in Deutschland, Schweiz und Österreich, glaube ich auch, und nehmen unterschiedlichste Daten auf. Ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist tatsächlich schon ein Mix aus 4G und 5G, also nicht rein 4G. Und da war im innerstädtischen Fahrtest, also die bauen sich da wirklich die Hände in den Kofferraum rein, fahren durch die Städte und testen, was das Netzwerk bringt, hatte die Telekom im Uplink 12 Mbit ungefähr und ist damit Spitzenreiter. Und das sind dann schon ziemlich ernüchternde Werte, wenn man sich, wie vorhin besprochen, mal so Videos am Handy anschaut, wie groß die denn eigentlich sind. Heißt, wir müssen über diesen dünnen Kanal die Videos bringen. Und das ist echt ein Problem aktuell noch. Hier am Campus, wenn wir so rumfahren, wir haben hier mal Bandbreitenkarten erstellt, dann sind an den niedrigsten Stellen auch nur 8 Mbit Upload zum Beispiel möglich. Heißt, wir müssen unsere Daten wirklich so weit runter komprimieren, dass 8 Mbit reichen. Aber es kommt dann auch immer ein bisschen auf die Geschwindigkeit einfach drauf an, mit der man fährt. Also 8 Mbit funktioniert auch schon nicht so schlecht. Also man kann damit tatsächlich schon fahren. Genau. Damit habe ich jetzt ein bisschen, achso, ja, hier steht noch Uplink und Downlink. Das hat unterschiedliche Frequenzen. Das sind asynchrone Kanäle. Deswegen nutzt es auch verschiedene Frequenzen. Und auch unter anderem deswegen und noch wegen weiteren Sachen ergibt sich eben diese große Spreizung zwischen Upload und Download. Genau. Jetzt bin ich zunächst am Ende des Netzwerkkapitels und wieder quasi bei der Folie vom Anfang. Unsere vier Randbedingungen des Netzwerks. Wir haben eine beschränkte Datenrate. Wir müssen die Videos komprimieren, ist die Konsequenz. Wir haben eine Übertragungsdauer, weil einfach dieses Paket durch sämtliche Transitpunkte muss. Das muss über eine Mobilfunkstrecke. Das braucht Zeit. Dann, wir haben den Jitter. Das habe ich vorher noch nicht gesagt. Aber innerhalb des Netzwerks ist zu dem Zeitpunkt, wo ein Paket verschickt wird, nicht klar, welche Route es nimmt. Also jeder Transitpunkt entscheidet für sich, was ist der nächstbeste Transitpunkt. Und so kann es sein, dass die Pakete, die ich für ein Videobild benötige, komplett unterschiedliche Routen nehmen. Und so entsteht eben dieser, oder das ist ein Grund, warum Jitter im Netzwerk entsteht. Und der Paketverlust, was man sich jetzt auch auf Basis dieses unterschiedlichen Routings so ganz gut vorstellen kann, ist, was da häufig auftritt, ist sogenannte Congestion. Also wenn irgendein Transitpunkt gerade zu viel Daten übertragen muss, dann ist der einfach, ja, dann hat er einen Überfluss, also da passen nicht alle Daten durch, klar. Dann kann der einen gewissen
Datenbereich noch puffern und verzögert schicken, dann wären wir wieder in dem Bereich des Jitters. Aber wenn es dem zu viel wird, dann verwirft er einfach Pakete und so passiert es, dass Pakete auch einfach komplett verloren gehen. So, und das war jetzt ein Ausflug ins Netzwerk. Und zusammenfassend eben mit diesen vier Punkten, die ich gerade gesagt gehabt habe, was für uns wichtig ist: begrenzte Datenrate, Übertragungszeit erhöht sich, die Pakete haben eine unterschiedliche Dauer von der Zustellung und manche Pakete gehen verloren. Gut, und damit gehen wir dann weiter ins nächste Kapitel, nämlich das der Latenzzeit. Und natürlich ist, jetzt habe ich so lange über das Netzwerk gesprochen, also natürlich ist das Netzwerk ein Punkt, der Latenz zu unserem System hinzufügt. Aber es ist längst nicht der einzige Punkt, der Latenzzeit auf unser System hinzufügt. Selbst wenn wir null Netzwerklatenz hätten, wir hätten trotzdem eine Gesamtlatenzzeit in unserem System. Und genau das schauen wir uns jetzt an, woher die kommt, wie wir die bestimmen und was dann letztendlich endgültig so ungefähr die Größe ist, in der wir uns aktuell bei den teleoperierten Fahren mit den Latenzzeiten bewegen. Zunächst die Definition. Latency is a time delay between the cause and the effect of some physical change or the time interval between the input to a simulation and the visual or auditory response. Nach Wikipedia. Und das finde ich, trifft es ganz gut. Vor allem das hier mit dem Cause und dem Effekt, also Ursache und die tatsächliche Wirkung dann einer physikalischen Änderung. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn der Teleoperator lenkt, dann verursacht er eine Bewegung. Aber bis die tatsächlich physikalische Änderung am Lenkrad auftritt, da ist ein Zeitverzug dazwischen. Und genau solche Zeitverzüge bezeichnen wir als Latenz. Beispiele von Latenz kennt ihr sicher alle, zum Beispiel vom Videostreaming. Besonders zu EM-Zeiten ist es besonders schön, wenn der Nachbar eine Sekunde vorher jubelt. Das hat jeder schon mal erlebt. Oder auch die Leute, die im Gaming aktiv sind. Gerade wenn man da kompetitiv unterwegs ist, ist es doch entscheidend, welche Latenzzeit man zum Server zum Beispiel hat. Genau. Ja, wie ist das jetzt, ein Fahrzeug unter Latenz zu steuern? Das kann instabil sein. Und zwar kann man sich das ganz einfach vorstellen, wenn man lenkt am Operatorarbeitsplatz und es passiert nichts, dann tendiert man dazu, stärker zu lenken. Und dann freut man sich, dass das Fahrzeug dann auch irgendwann lenkt und bemerkt dann, oh, das lenkt aber zu viel. Und so kommt es, dass man gegensteuert. Das Gegensteuern kommt aber ja nicht direkt, heißt, man steuert intuitiverweise noch mehr. Und so kann es dazu führen, dass sich so eine Schwingung doch ziemlich aufschaukelt und man das Fahrzeug nicht wirklich gerade führt. Das ist schlecht, das wollen wir nicht. Man kann diese Schwingungen aber als Mensch auch relativ gut bis zu einem gewissen Grad an Latenzzeiten kompensieren. Allerdings ist das dann ziemlich anstrengend. Also da muss man wirklich sehr konzentriert sein, dass man quasi immer schon vorausberechnet, ja, wie wird denn sich das Fahrzeug eigentlich bewegen. Da gibt es auch dann viele Entwicklungen, stelle ich dann nachher noch vor, zum Beispiel mit der Fahrspur, die angezeigt wird auf Basis der Fahrzeugdaten, die vorausgerechnet wird, sodass der Operator, wenn er lenkt, schon sieht, wo er eigentlich hinfahren wird, obwohl sich das Videobild noch nicht dementsprechend verändert. Und was bedeutet es noch, ein Fahrzeug unter Latenz zu steuern? Es bedeutet auf jeden Fall, dass die Gesamtreaktionszeit, also nicht die Reaktionszeit des Menschen, der steuert, denn die ist gleich, aber die Gesamtreaktionszeit des Fahrzeugs, die ist länger, einfach zusätzlich durch diese Latenz, die wir in der Kette haben. In der nächsten Folie versuche ich dann zu beantworten, was ist eigentlich eine Latenzzeit, die wir steuern können. Um das machen zu können, habe ich hier mal ein paar Ergebnisse aus der Literatur mitgebracht. Hier, die Kollegen haben untersucht, bei welchen Latenzzeiten eine Steuerung noch stabil möglich ist. Und zwar, was haben die hier gemacht? Man sieht es hier an dem Bild. Ich möchte da nicht reinzeichnen, deswegen nutze ich jetzt mal den Laserpointer.
Und zwar hat man dem Probanden eine Virtual Reality Brille aufgesetzt, auf der eine Kamera war, und die hat quasi mit einem bestimmten Lag in die Oculus Rift hier reingestreamt, und dann hat der Proband das Fahrzeug unter Latenz gesteuert. Aber man muss sich ja bewusst sein, der sitzt noch im Fahrzeug. Also sprich, der hat ja gespürt, was er macht. Nichtsdestotrotz, die haben rausbekommen, bei 127, 186 und 349 Millisekunden Latenz sind zumindest bei deren Parcours keine instabilen Situationen aufgetreten. Ross, das war schon ein bisschen früher. Einige Jahre, Blissing war 2016, Ross müsste ich jetzt spicken, glaube ich, war 2008, haben kabelgebunden ein Fahrzeug teleoperiert und konnten dadurch auch ganz gut die Reaktionszeit, die Latenzzeit einstellen. Und die konnten feststellen, dass wenn sie mehr als 480 Millisekunden eingestellt haben, der Operator übergegangen ist zu einer sogenannten Move-and-Wait-Strategy. Also sprich, der Operant hat aufs Gaspedal gedrückt, hat das Fahrzeug bewegt, und als es sich bewegt hat, hat er gleich wieder auf die Bremse gedrückt und hat geschaut, bis wohin fährt das Fahrzeug, ist stehen geblieben. Und dann ist er so Stück für Stück gefahren. Also sprich, irgendwo hier um die 500 Millisekunden, da ist offensichtlich eine Grenze, wo man nicht drüber hinauskommen sollte. Ähnlich hier Cunningham, die haben in einem Fahrsimulator unter Latenz versucht zu steuern, allerdings bei sehr hohen Geschwindigkeiten, also 64 km/h, möchte ich nicht teleoperiert fahren aktuell, um ehrlich zu sein. Aber die haben es ausprobiert und haben dann eben festgestellt, das ist extrem schwer, mit 430 Millisekunden so schnell zu fahren. Ich glaube, in ihrem Paper steht, dass aus dem ganzen Probandenpool nur ein Proband beim ersten Versuch überhaupt um die erste Kurve gekommen ist, bei diesen Geschwindigkeiten. Also sprich, das ist zu viel. So, was ist jetzt eine passende Zeit? Kann ich euch leider auch nicht sagen. Das ist sehr schwierig abzuschätzen. Das hat nämlich mehrere Einflussfaktoren. Zum einen ist das unterschiedlich von Person zu Person. Also es gibt Leute, die können einfach gut unter Latenz fahren, und andere, die können nicht so gut unter Latenz fahren. Es ist schwierig, da jetzt eine Zahl zu sagen und zu sagen, okay, bei 250 Millisekunden, da kann man fahren und ansonsten nicht. Und selbst innerhalb einer Person kann man es je nach Anstrengung eben kompensieren oder auch nicht. Also selbst innerhalb der Person mögen da Unterschiede sein. Und ganz wichtig, es ist auch eben abhängig von der eigentlichen Aufgabe. Also wenn ich jetzt hier eine große freie Fläche habe, keine Fußgänger, nichts, dann traue ich mich natürlich schneller fahren. Während wenn ich in einer städtischen Umgebung bin, dann möchte ich natürlich so wenig wie möglich Latenz haben, um steuern zu können. Aber generell, was ich euch mitgeben möchte, ist natürlich, klar, das hätte man sich auch denken können, aber je niedriger die Latenz, desto besser ist die durchschnittliche Performance vom Operator. Also wir müssen versuchen, die Latenzzeit wirklich aufs Minimum zu drücken. Und genau das haben wir versucht, bei unserem Lehrstuhl zu machen. Und da möchte ich jetzt ein bisschen mal da reingehen, das vorstellen und erklären, was wir da gemacht haben und auf welche Ergebnisse wir gekommen sind. Zunächst die Latenzzeit. Also, okay, hier steht es schon, was wir rausbekommen haben. Um es gleich vorne wegzunehmen, wir sind irgendwo zwischen 200 und 300 Millisekunden Latenz. Das mag sich nach ziemlich viel anhören, muss man aber selber mal gefahren sein, um festzustellen, dass es gar nicht so viel ist. Also 200 Millisekunden ist schon echt gut, vor allem wenn man bedenkt, wenn man in Simulatoren oder in Computerspielen mal Latenzzeiten misst, dann kommt man da teilweise auch auf 50 bis 100 Millisekunden. Und sowas empfindet man ja eigentlich auch als Spiel, als angenehm. Einer nickt. War eine Meldung dazu? Ich frage mal. Ja. Ändert, dass ich da irgendwie unterschiedliche Netzwerk-Auslastungen habe.
Ich versuche die Frage zu wiederholen, bin aber ehrlich, ich habe sie nicht ganz verstanden. Die Frage war. Und Aufgabe, glaube ich, war auch mit dabei. Genau, ja, die Aufgabe ist jetzt, glaube ich, unabhängig davon. Ja, genau, die Aufgabe. Wenn ich hier lokal das messe, ob es jetzt 3 Millisekunden sind, und wenn ich jetzt Kilometer weiterfahre oder Kilometer weiterfahre, ob sich das dann schon so ändert, dass ich da 5 Millisekunden. Genau, die Frage war, wie das gemessen wurde, ob wir da unterschiedliche Datenpunkte erhoben haben zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, inklusive Netzwerk, ohne Netzwerk und so weiter, wo jetzt diese 200 bis 300 Millisekunden herkommen. Ja, wir haben das an unterschiedlichen Punkten gemessen und das ist natürlich komplett tageszeitenabhängig zum Beispiel auch und von der Situation aktuell, gerade das Netzwerk. Deswegen haben wir das so gemacht, dass wir das immer auch ohne Netzwerk gemessen haben. Also bei uns zunächst stationär, sprich auch das Fahrzeug mit dem Kabel an den Operatorarbeitsplatz gebunden haben und so die Latenzzeiten dann gemessen haben. Um dann noch einen gewissen Puffer fürs Netzwerk, den wir an verschiedenen Zeitpunkten gemessen haben, drauf zu addieren. Genau, und da schauen wir jetzt direkt gleich mal rein, wie wir das gemacht haben. Und richtig, was du auch noch gesagt gehabt hast, was du noch auf die Aufgabe bezogen hast, wir haben es jetzt hier nicht abgeglichen mit bestimmten Aufgaben, also ist die Latenzzeit okay für bestimmte Aufgaben? Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben jetzt hier einfach mal nur dargestellt, was ist unsere Latenzzeit? Was glauben wir ist als Minimum ganz gut möglich? Und jetzt im nächsten Schritt, da bin ich gerade auch mit einer Probandenstudie dabei, fahre ich mit diesem Setup Schule, Probanden, lasse sie das System fahren und bewerten dann, ist das schon ausreichend oder muss das noch weiter runter? Gut. Wir haben 2 Latenzketten, wenn man so will. Die erste ist vom Operator zum Fahrzeug, diese Richtung. Und zwar ist das die Aktuatorlatenz. Man kann sich das einfach vorstellen, wenn der Operator das Lenkrad bewegt, bis sich hier drüben am Fahrzeug das Lenkrad bewegt und die Räder, vergeht eine gewisse Zeit. Das ist die Aktuatorlatenz. Zusätzlich kommt noch die Latenz hinzu von den Videobildern. Also wenn hier die Kamera ein Bild schießt oder ein Videostream macht, bis der an uns übertragen ist und hier wirklich angezeigt wird, vergeht auch eine gewisse Zeit. Und diese Zeit müssen wir aufaddieren. Also wir müssen die beiden Latenzzeiten zusammenaddieren, denn man kann sich vorstellen, angenommen, es passiert vor dem Fahrzeug irgendwas, irgendein Objekt taucht auf, dann muss das zum Operator gespielt werden. Der muss es erkennen, muss darauf reagieren. Reagiert mit vielleicht auch Pedalbewegungen drauf. Und was dann interessiert ist, ab wann reagiert das Fahrzeug? Sprich, wir brauchen die gesamte Kette, um eine sinnvolle Latenzzeit oder eine Aussage über eine sinnvolle Latenzzeit überhaupt treffen zu können. Wenn man hier jetzt reinschauen, wir haben die Aktuatorlatenz. Einmal bei uns gemessen. Wie haben wir das gemessen? Wir haben beim Fahrzeug hier solche Messstäbe am Lenkrad angebracht und das gleiche am Operator-Lenkrad angebracht. Haben beides an einem PC angeschlossen und dann hat man eine schöne Messkurve, einmal vom Operator wieder lenkt und tatsächlich wie das Fahrzeug lenkt. Und die sind dann zeitverschoben. Und dann kann man ganz gut hergehen und kann hier den Abstand messen an verschiedenen Punkten. Und da kommen wir kabelgebunden bei uns durchschnittlich auf 65 bis 67 Millisekunden. Dann hat sich uns natürlich die Frage gestellt, wo kommt das denn eigentlich her? Und deswegen hier unten mal aufgetragen, die ganze Kette vom Operator mit dem Lenkrad. Das geht dann in den Operator-PC, der muss die Daten auslesen, aufs Netzwerk legen. Zum KPC, der muss sie wieder öffnen, auslesen. Das geht dann in unsere Autobox, den Echtzeitrechner. Der legt es auf den Inverter. Das ist ein Motor bei uns im Fahrzeug und der bewegt dann das Lenkrad. So, und was man hier sehr schnell feststellt, ist, diese ganzen Schritte, die brauchen kaum Zeit. Also so Daten auslesen, weiterschieben, das ist im Submillisekundenbereich. Also im Prinzip den ganzen ersten Teil der Kette mit Ausnahme des Netzwerks kann man erstmal vernachlässigen. Wo wirklich viel Zeit vergeht, ist, bis sich halt
das Lenkrad einfach wirklich dreht. Und das ist Trägheit zum gewissen Teil. Und dafür geht allein halt einfach 60 Millisekunden im Durchschnitt drauf. Also sprich, diese Latenzzeit ist einfach bei uns aktuell bedingt durch diesen Motor und bis sich das Lenkrad bewegt. Klar, jetzt haben wir im LTE auch gemessen, aber da hast du schon vollkommen richtigerweise gesagt, das hängt von der Tageszeit ab und an verschiedenen Orten. Wir haben das, weil wir diese Messung ja nur im Stand machen können, bei uns in der Halle gemacht. Heißt, wir kommen da halt auf diesen Bereich in Summe als Gesamtlatenzzeit. Das kann aber je nach Ort höher oder niedriger sein. Aber fürs Protokoll, wir sind hier irgendwo bei 70 Millisekunden netzwerkgebunden, bei gut 80 Millisekunden irgendwie übers Netzwerk. Interessanter ist jetzt die Videokette. Was passiert hier eigentlich? Und da müssen wir uns ein bisschen detaillierter mit den ganzen Komponenten auseinandersetzen. Zunächst, wir starten mit der Kamera. Und da hat tatsächlich die Kamera, bis die Daten hier im Rechner drin sind und der dann das Encoding machen kann, das Komprimieren machen kann, hier tritt schon Latenz auf. Und das kann man sich so vorstellen, die Kamera schießt Bilder, das ist ja ein Videostream, mit einer gewissen Rate, also zum Beispiel 30 Hertz. Das heißt, zwischen jedem Frame sind 33 Millisekunden. Wenn jetzt ein Event direkt passiert, nachdem ein Frame ausgelöst hat, dann habe ich allein schon dadurch, dass es abgetastet ist, knapp 33 Millisekunden Latenzzeit. Kann ich nicht ändern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann Events auftreten und wann nicht. Deswegen kann man da einfach als gute Schätzung hergehen und sagen, naja, ich nehme die FPS, also die Framerate der Kamera, nehme die Zeit zwischen den Frames und halbiere die, weil dann ist es der Mittelwert. Und das wird dann schon ungefähr passen. Heißt, bei 30 Hertz habe ich allein schon dadurch, dass ich einen Videostream mache, 16 Millisekunden Latenz. Deswegen kann man sich auch vorstellen, je höher die Framerate, desto niedriger ist schon mal diese Latenz. Also wenn ich jetzt irgendwie hochgehe auf 60 Frames per Second mit der Kamera, dann habe ich natürlich nur noch schon, müsste die Hälfte sein, 8 Millisekunden. Heißt, die Kamera ist auf jeden Fall schon mal ein Aspekt. Die hat eine gewisse Latenzzeit. Und allein durch die Framerate. Jetzt ist das aber noch nicht alles. Also klar, dann hat es ein Bild geschossen, die Kamera. Und dann kommt der auf den Sensor. Der Sensor muss aber in der Kamera ausgelesen werden. Das braucht auch eine gewisse Zeit. Heißt, das Auslesen hier drin kommt auch nochmal mit zu dieser Zeit hinzu. Und da sind wir im Durchschnitt, also jetzt wirklich von Bild schießen, bis es hier ankommt beim Encoder, ja, hängt von vielen Faktoren ab, aber ungefähr bei 10 bis 30 Millisekunden. Das hängt eben von der Framerate ab. Auch ganz wichtig ist, bei unseren Kameras zumindest, die Pixelhöhe des Bildes, was ich schieße. Also ob ich jetzt 1200 mal 800 als Bild nehme oder 1200 mal 500, macht einen enormen Unterschied beim Auslesen, weil der beim Sensor in der Kamera nicht über alle Pixel drüber gehen muss. Also sprich, da stecken viele Einflussfaktoren mit drin. Deswegen hier jetzt mal roundabout 10 bis 30 Millisekunden. Dann Encoding. Die Kamerabilder müssen komprimiert werden, ungefähr um den Faktor 1000. Das braucht auch Zeit, geht aber mit dem H264-Codec relativ schnell. Wir haben auch mal ausprobiert mit dem neueren H265. Der macht zwar eine bessere Bildqualität, fügt aber mehr Latenzzeit hinzu, weswegen wir sagen, okay, das beim H264 passt, sparen wir uns Zeit. Und da kommen wir fürs Encoding ungefähr auf eine Zeit von 5 bis 10 Millisekunden. Das ist sehr stark rechnerabhängig. Wenn man auf der CPU komprimiert die Bilder, dann sind die Kerne schon gut ausgelastet. Dann braucht man halt einen Rechner mit viel Kerne, wenn man viele Videostreams hat. Man kann das Ganze auch auf der Grafikkarte machen. Kommt halt dann drauf an, wie sophisticated man das angeht. Wenn man einen guten Rechner hat, reicht schon die CPU-Variante und man muss sich nicht mit der Grafikkarte da näher auseinandersetzen. Dann die Übertragung hier innerhalb des Computers, das geht schnell. Dann hier wieder Netzwerk, das klammere ich jetzt mal aus, das ist halt, wie gesagt, wieder sehr abhängig.
Empfangen geht auch wieder relativ schnell. Also, was schreibe ich hier hin? Ich schreibe hier mal ungefähr eine Millisekunde hin. Beim Receiven dann auch ungefähr eine Millisekunde. Dekodieren dauert nicht so lang, wie es Codieren der Videobilder. Da sind wir aktuell ungefähr bei, sagen wir mal, 3 Millisekunden. Und dann muss das Ganze noch auf die Grafikkarte gelegt werden und gerendert werden und beim Monitor dann letztendlich auch noch angezeigt werden. Und so diese Render-Pipeline dauert bei uns je nach Setting ungefähr zwischen 2 bis 10 Millisekunden. Ist halt stark davon abhängig, was man sich alles anzeigen lassen will und wie, ja, wie man die Anzeige einfach gestaltet. Und dann letztendlich hier die Monitore hier hinten. Und das ist ja quasi wieder das Pendant zur Kamera. Also da ist es auch wieder abhängig von der Framerate. Also je höher die Framerate, desto niedriger ist auch die Latenz, die ich da habe. Aber nicht nur die Framerate macht es auch, sondern auch, wie schnell kann der Monitor reagieren. Also diese ja, Reaktionszeiten bei Monitoren sind ja Gaming-Monitore relativ häufig angegeben mit unter 5 Millisekunden, teilweise 1 Millisekunde. Und das, wenn man mal misst, dauert bei uns auch ungefähr so 8 bis 16 Millisekunden. Und so haben wir uns diese ganze Kette mal sehr detailliert angeschaut und kommen dann letztendlich, wenn ich hier die größten Werte, also ich mache es jetzt eher mal pessimistisch, größten Werte zusammenzähle, ungefähr bei 70 bis 80 Millisekunden raus, was die Videopipeline ohne Netzwerk braucht. So, und jetzt kommt natürlich noch dieser Netzwerkfaktor hinzu. Und ja, ist halt stark davon abhängig, was man dann nimmt. Jetzt hier bei unseren Messungen kommen hier ungefähr 50 Millisekunden fürs Netzwerk drauf. Man muss das Ganze dann auch, ja, je nach Netzwerkkonstellation auch puffern, damit eben keine Frames verloren gehen. Also ich sag mal so, diese 70 bis 80 Millisekunden kann man relativ gut festmachen. Und hier muss man sich dann halt noch dazu denken, was kommt jetzt an Netzwerk eigentlich mit dazu. Ich habe ja auf dieser Folie noch zusammengefasst. Ja, Frage? Und zwar, wenn ich mir jetzt einen Kamerastream oder Videostream anschaue, mit ja, 30, 32 Frames, dann ist es ja für uns, für den Menschen, normale Geschwindigkeit, normal verarbeitbar. Wenn ich jetzt mit 60 FPS was anschaue, dann wirkt es immer relativ surreal und auch schneller. Wenn ich jetzt sowas wiedergebe beim Fahren, dann ist es doch für uns einen anderen Eindruck von der Geschwindigkeit, ist aber vielleicht die Latenz besser. Gibt es da irgendwie einen Trade-off, den man schon getroffen hat, was für ein Framerate für die Kamera und den Menschen irgendwie besser verträglich ist, also um halt die Geschwindigkeit einzuschätzen und noch die Latenz irgendwie da relativ niedrig zu halten? Also die Frage aus dem Publikum war, wenn man sich ein Video mit 30 FPS anschaut, dann fühlt sich das normal an. Mit 60 FPS, dann fühlt sich das irgendwie schneller an. Was denn eigentlich die passende Framerate ist, um dem Operator ein gutes Geschwindigkeitsempfinden aufprägen zu können. Also, dass der einfach die Geschwindigkeit richtig empfindet. Ich muss sagen, deine Annahme kann ich leider nicht nachvollziehen. Also für mich schaut nämlich ein 60 FPS Video tatsächlich eher wesentlich realer aus als ein 30 FPS Video. Ich weiß nicht, ob das ein subjektives Empfinden ist. Womit du auf jeden Fall recht hast, ist, das Geschwindigkeitsempfinden ist beim Teleoperator ein Problem. Aber da geht man eher dran mit mit Sinneserweiterung, also dass man die vestibulären Sachen wieder dazu bringt, haptisches Feedback gibt, solche Sachen. Tatsächlich ist es eher, je höher die Framerate, desto niedriger die Latenz und desto besser. Ja, ich fasse es nochmal zusammen, dass es sehr personenabhängig ist und dass meistens aber schon laut Aussage aus dem Publikum ab 40 oder 50 Frames per Second die Leute gar keinen Unterschied mehr merken, ob es noch mehr Frames per Second sind oder nicht, nur ein paar wenige. Okay, gut. Hier in dieser Folie noch kurz zusammengefasst, welche Hardware-Komponenten wir verwendet haben, weil das eben sehr stark von der Hardware abhängig ist.
Wen es interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Hier auch die Zeiten, die wir gerade hergeleitet haben. Und hier oben noch die Messmethoden, die wir verwendet haben. Jeweils mit den Kürzeln, wie sie vorher in der Grafik waren, damit man das gegebenenfalls noch nachschauen kann. Gut, jetzt kommt hier ein Cut. Und wir gehen in das letzte große Kapitel rein, nämlich die Situation Awareness. Die Situation Awareness. Und zwar wurde von Ensley im Jahr 1988 definiert als the Situation Awareness is the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning and the protection of their status in the near future. Zu Deutsch übersetzt heißt Situation Awareness das Situationsbewusstsein, also sprich, nehmen wir unsere Umgebung richtig wahr. Und Ensley kommt aus dem Bereich des Militärs, war im Bereich Militärflugzeuge, Kampfflugzeuge, Pilotencockpits unterwegs und hat sich damit beschäftigt, also unter anderem, ich glaube, sie hat viele Sachen gemacht, wie gestalteten wir Cockpits für solche, sind ja auch in gewisser Weise Operatoren so, dass sie ihre Aufgabe gut erfüllen können. Und sie hat es eben unterteilt in drei Stufen. Und die erste Stufe, das kann man gut nachvollziehen, ist, um ein korrektes Situationsbewusstsein zu haben, muss ich erstmal wirklich die Objekte in der Umgebung wahrnehmen. Also sowas wie, okay, ich sehe, da drüben ist ein Stuhl, hier sind Personen im Raum. Die zweite Stufe ist dann das Begreifen von der Bedeutung der einzelnen Gegenstände. Das wäre sowas wie, ja, okay, der Stuhl ist dazu da, dass man darauf sitzt und der ist statisch, der bewegt sich nicht. Mit Leuten kann ich interagieren, die können auf mich zukommen. Und jetzt gerade im Bereich der des Fahrens, sowas wie, ah, okay, da ist ein Fußgänger, der könnte sich bewegen, auf den muss ich Acht geben, während ein Mülleimer am Straßenrand, okay, der ist statisch, den brauche ich nicht weiter berücksichtigen. Und als dritte Stufe die Projektion des Status in die nahe Zukunft. Also sprich, wie wird sich ein wichtiges Objekt in meiner Umgebung verhalten? Ist einfach wichtig, auch für uns im Straßenverkehr. Wir machen es alle alltäglicherweise. Wir prädizieren, wie sich Leute um uns herum verhalten werden und passen darauf unser Verhalten an. Und dieses Situationsbewusstsein ist grundlegend für eine korrekte Entscheidung. Das kann man sich leicht vorstellen. Wenn ein Autofahrer nicht sieht, wird er wahrscheinlich die falsche Entscheidung treffen. Also sprich, die Wahrnehmung hier war nicht korrekt. Wenn man vielleicht jemanden sieht im Straßenverkehr, aber sich nicht über die Bedeutung oder das Verständnis für die Person richtig hat, also sprich für deren Bewegung, also die Comprehension hier nicht passt, macht man vielleicht auch eine falsche Entscheidung. Und genauso, wenn man nicht in der Lage ist, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zu projizieren, wird es auch schwierig, sich zum Beispiel an Kreuzungen oder so zurechtzufinden. Und aus diesem Grund ist die Situation Awareness für uns in der Teleoperation wirklich grundlegend. Also wir müssen es schaffen, dass der Operator ein korrektes Systembewusstsein hat. Also es ist ein Nicht-System, Entschuldigung, ich glaube, ich habe es vorhin auch schon falsch gesagt, Situationsbewusstsein hat. Sonst kann er keine korrekte Entscheidung treffen. Jetzt noch kurz das Modell dazu. Hier findet man wieder diese drei Stufen von gerade eben im unter Situation Awareness. Und was jetzt hier entscheidend ist, eben, das wird beeinflusst von unterschiedlichen Faktoren. Ein Faktor ist die Arbeitslast, also wie stark ist die Person gerade belastet. Das schränkt eine Wahrnehmung ein, im schlechtesten Fall. Dann auch von den Zielen der Person und den Motiven. Also ist die Person wirklich interessiert an der Situation zum Beispiel? Und es hängt auch davon ab, von individuellen Eigenschaften. Also welche Fähigkeiten bringt die Person mit? Welche Erfahrung bringt die Person mit? Und welches Training hat diese Person durchgemacht? Und das alles generiert mir ein bestimmtes Situationsbewusstsein innerhalb einer Umgebung. Wie misst man Situation Awareness? Da hat Ensley die sogenannte Sagard-Methode vorgestellt. Ich gehe da kurz drüber, weil wir die hier bei uns auch angewendet haben in Versuchen,
eben um die Studienergebnisse zu generieren, die ich jetzt nachher gleich noch kurz vorstelle. Man macht es so, dass man den Menschen in der Simulation die Aufgabe machen lässt. Jetzt bei uns Teleoperationen, die fahren dann in der Simulation oder schauen sich Videobilder an. Dann an einem bestimmten Zeitpunkt, wo man messen will, stoppt man die Situation und macht die Bildschirme schwarz. Also man nimmt dem quasi komplett die Sicht weg. Und dann stellt man ihm Fragen. Wie viele Fußgänger waren da? Wäre es jetzt gut gegangen, geradeaus zu fahren? Hättest du rechts abbiegen können? War da ein Fahrradfahrer in der Situation? Und so versucht man, die einzelnen Stufen dieses Modells von gerade eben quantitativ festzustellen. Also dann kann man ja wirklich aufschreiben, so ungefähr, er hat 3 von 5 Fragen richtig beantwortet. Und genau das ist dann hier der 4. Schritt. Man vergleicht das Reale mit dem Wahrgenommenen und hat dadurch ein objektives Maß für das Situationsbewusstsein. Das heißt, das Ganze wird immer verwendet für relative Studiendesigns. Also man kann Situation Awareness nicht absolut sehen. So ungefähr, ich habe jetzt 2016 eine Studie gemacht und da kam als Situation Awareness Wert 80% raus und jetzt mache ich 3 Jahre später eine und da kommen 85% raus und vergleiche das dann gegeneinander. Das funktioniert nicht so gut, weil man dafür sorgen müsste, dass wirklich alles exakt gleich ist in der Studie, was man eigentlich nicht schafft, weswegen man das eher dann so macht, dass man quasi 2 Designs innerhalb einer Studie vergleicht und dann diesen Sagat durchführt und ein objektives Maß der Situational Awareness bekommt. Warum ist eigentlich die Situation Awareness in der Teleoperation verkleinert oder niedriger? Ein Großteil fällt an aufgrund dieses Remote Perception Problems. Die anderen beiden hatten wir gerade schon. Die Latenz führt zum einen dazu, dass dieses Situationsbewusstsein ein bisschen schlechter ist, weil wir entkoppelt sind von der eigentlichen Handlung, die wir machen. Und die Bandbreite ist auch ein Punkt, die Daten werden komprimiert, da gehen Details verloren. Aber noch ein weiterer Punkt ist eben dieses Remote Perception Problem. Und zwar, der Mensch ist nicht mehr in der Situation drin und dadurch sind einige Stimuli verschlechtert, wenn nicht sogar komplett verloren in der Remote Perception. Und einer ist zum Beispiel diese Bewegungswahrnehmung. Also wie nehmen wir Bewegung wahr? Und das machen wir über 2 Systeme, nämlich einmal über den optischen Fluss, das haben wir in Videos auch, aber wir nehmen es auch wahr über die Bewegung unserer Augen und die sind in Videos nicht mehr real, also da passen die Abmessungen nicht. Deswegen ist es schwieriger, in Videos auch Geschwindigkeiten zu schätzen. Weiter, was komplett wegfällt, zumindest wenn man einen statischen Fahrsimulator verwendet, ist das vestibuläre System, welches Beschleunigung misst und dadurch auch für das Abschätzen von Distanzen auch ganz praktisch ist. Es fällt im Prinzip weg. Und wenn ich mich hier im Raum bewege, verändert sich mein Standpunkt und dadurch verändert sich mein Blick auf das Bild. Dementsprechend verändern sich die räumlichen Verhältnisse der Objekte, die ich wahrnehme. Das fällt beim Video weg. Ich kann mich da bewegen, wie ich will. Der Bildschirm ist immer gleich. Dadurch fehlt auch in gewisser Weise dieses Tiefenempfinden. Heißt, das führt alles dazu, dass die Situation Awareness niedriger ist bei uns. Und jetzt wollen wir als Ziel, dass die Aufgabe gut erfüllt werden kann. Und deswegen versuchen wir, eine sogenannte Functional Presence herzustellen. Also Ziel ist jetzt nicht unbedingt eine absolute Immersion, also dass sich der Mensch so fühlt, als werde er wirklich in dem Fahrzeug vor Ort, sondern es reicht eine Functional Presence, also sprich, alle Informationen, die er zum Erfüllen der Aufgabe benötigt, die muss er haben. Und jetzt ist quasi der Clou, ich muss herausfinden, welche Informationen braucht er und wie stelle ich ihm das denn wohl dar. Eine der Sachen ist die Geschwindigkeitswahrnehmung. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, Geschwindigkeiten empfinden beim Video ist ein bisschen schwierig. Man kann sich ja selber mal testen und Videos auf YouTube anschauen und nicht auf den Tacho zu schauen und dann die Geschwindigkeiten zu schätzen, das ist ziemlich schwierig.
Deswegen hat einer meiner Vorgänger mal da in die Literatur geschaut, hat nachgeschaut, okay, wie empfinden wir eigentlich Geschwindigkeit? Und da passiert schon viel über das visuelle System, aber halt auch akustisch. Und gerade auch Beschleunigung nehmen wir eigentlich, ja, da steht bei visuell nichts drin, sondern das nehmen wir hauptsächlich darüber wahr. Und deswegen hat er quasi untersucht, wie kann ich visuell, haptisch und akustisch dieses Geschwindigkeitsempfinden verbessern. Und eine Sache ist, glaube ich, auch einigen bekannt, hat diesen Visual Blur angeschaut. Man kann das aus Rennspielen, wenn man schneller fährt, dass an den Rändern das Bild verzerrt ist, während es vorne noch ganz scharf ist. Und genau das hat er mal fürs teleoperierte Fahren angewendet. Man sieht es hier, dass hier die Bäume an der Seite deutlich mehr aufgeweicht sind und verzerrt sind. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Probanden allein aufgrund dieser Veränderung die Geschwindigkeitswahrnehmung signifikant besser hinbekommen haben. Also eigentlich eine coole, einfache Sache und plötzlich nehmen die Geschwindigkeit besser wahr. Aber es ging noch weiter. Auch den akustischen Aspekt hat er sich angeschaut und hat einen zusätzlichen Motorgeräusch draufgegeben und konnte leider keine Verbesserung feststellen. Was aber zu einer signifikanten Verbesserung geführt hat, waren Sitzvibrationen. Und zwar haben wir da einfach, oder war da so ein Bassvibrator im Sitz drin, der zu der Geschwindigkeit vibriert hat. Je nachdem, wie schnell er gefahren ist, hat er anders vibriert. Und das führte auch schon dazu, dass die Leute die Geschwindigkeit wesentlich besser eingeschätzt haben. Und alles drei in Kombination hat dann sogar zu einer hochsignifikanten Verbesserung geführt. Also sprich, da war einfach das Vorgehen, man hat das Problem erkannt, die Teleoperatoren müssen die Geschwindigkeit schätzen können sie aber aktuell nicht. Nachgeschaut in der Literatur, wie könnte sowas funktionieren, hat diese Sinneswahrnehmungen erweitert, getestet und so dieses Ergebnis generiert, dass solche Sinnesunterstützungen für einen Operator tatsächlich auch gut sind. Dann auch ein weiterer Kollege von mir hat sich angeschaut, wie schafft er es, 8 Kamerastreams, also 8 ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir haben bei unserem Fahrzeug 8 Kameras verbaut. Und jetzt kann ich natürlich unmöglicherweise dem Operator 8 Bildschirme vor 8 Bildschirmen setzen und sagen, fahr mal das Fahrzeug. Da wird jeder sagen, ja, und wo soll ich jetzt hinschauen? Deswegen ist ein bisschen so die Frage, wie zeigt man das dem Operator intuitiv an, dass der das wahrnehmen kann. Und er hat da 3 Sachen verglichen. Zunächst mal hat er die Videos gestitcht auf eine Sphäre. Man kann sich das so vorstellen, ich gehe mal noch 2 weiter, hier auf dieses Bild. Hier sieht man in der Mitte das Fahrzeug des Operators. Und außen drumherum ist am Boden eine Ebene und nach oben hin so eine Halbkugel. Und jetzt kann man sich quasi über die Position der Kameras am Fahrzeug und deren Öffnungswinkel und Verzerrung ausrechnen, wo welcher Punkt von der Kamera hinschauen würde. Und genau auf diesen Punkt an der Sphäre hat er quasi den Pixel platziert. Und dadurch hat er es geschafft, diese 8 Kamerastreams, oder es können x-beliebige Kamerastreams sein, immer an die richtige Position zu projizieren. Und dieses Setup ist natürlich ganz praktisch, wenn man jetzt eine Head-Mounted Display auf hat, eine Virtual Reality Brille. Man setzt sich quasi in diese Kugel und kann sich umschauen und hat ein sehr reales Empfinden. Genau, und verglichen hat er das mit, also das hier ist das Setup VR-Brille, also sprich, Operator hat eine VR-Brille auf, sitzt in dieser Kugel, fährt. Verglichen hat er das mit dem konventionellen Setup, Conventional Monitor, sprich, das waren wirklich 3 jetzt habe ich es nicht getroffen, 3 Monitore, wie ich zu Beginn gezeigt habe, bei diesem typischen Operator-Setup. 3 Monitore nebeneinander mit Rückfahrkamera hier oben drin und noch verglichen mit Fused Monitor. Und zwar hat er da versucht, dieses gestitchte Bild auf 3 Monitore darzustellen.
Und das war dann das hier und man erkennt es hier noch ein bisschen, aber man muss schon echt genau hinschauen, um das zu erkennen, wo die Trennung der Kameras ist und das verläuft ungefähr hier. Also sprich, in diesem vorderen Bereich hier, da war diese Kamera und hier diesen Seitenbereich bis hier oben hat diese Kamera abgedeckt und so wurde das quasi in diese Kugel projiziert. Und was zunächst ernüchternd klingen mag, es kam als Ergebnis keine Verbesserung raus mit der Virtual Reality Brille in dieser Sphäre. Das mag vielleicht zunächst ernüchternd klingen, aber eigentlich glaube ich, ist es ein sehr positives Ergebnis, denn das sagt, es ist möglich, den Operator so steuern zu lassen, ohne eine Verschlechterung zu haben. Und jetzt sind wir aber bei der Head-Mounted Display rein von der Anzeigequalität noch längst nicht auf dem Niveau von Monitoren. Und deswegen erhoffe ich mir allein aufgrund der Verbesserung des Öffnungswinkels und auch auf der Pixeldichte und so weiter, also bei den Hardwareentwicklungen bei Virtual Reality Brillen, da wesentliche Verbesserungen. Und dann glaube ich, ist es ein sehr guter Weg, um dem Operator einfach mehr Situational Awareness mit auf den Weg zu geben in der VR-Brille. Gut, und damit bin ich auch mit diesem Kapitel durch und ich gebe noch einen kurzen Ausblick, denn jetzt habe ich 90 Minuten über das teleoperierte Fahren gesprochen und noch nicht mal gesagt, was ich eigentlich mache oder was meine Kollegen aktuell so machen. Und wir schauen uns unter anderem zum Beispiel verschiedene Kontrollkonzepte an. Also hier ganz stark vereinfacht die Kette beim automatisierten Fahren. Was ich da zum Beispiel mache, ich sage hier vorne diese Wahrnehmung, die kann fehlerhaft sein bei der Automation. Ich gebe dem Operator ein Interface an die Hand, wo er Bereiche markieren kann und sagen kann, ja, in diesem Bereich, da kannst du alles ignorieren, weil ich schaue da drauf und ich garantiere, dass da nichts ist. So kann man wunderbar False Positives aus der Objekterkennung rauskriegen. Genau, da bin ich zum Beispiel dran. Ein Kollege von mir beschäftigt sich hier hauptsächlich mit Shared Control Sachen, also sprich, wie kann man den Operator unterstützen bei seiner Fahraufgabe? Welche Aufgaben nimmt er best, übernimmt die Maschine? Welche der Operator? Wie können die Hand in Hand interagieren? Noch ein weiterer Kollege, auch ein sehr spannendes Thema, was leider, glaube ich, bei der Teleoperation gerne ein bisschen untergeht, ist die Safety, aber auch ein extrem spannendes Thema. Und zwar hat er mal gemacht, dass er die STPA nimmt, eine Vorgehensweise, um ein sicherheitskritisches Gesamtsystem als Regelkreis zu betrachten und so aufgrund von Unsafe Control Actions wirklich auf kritische Zustände zu kommen, um dann sagen zu können, und hier müssen wir was verbessern und da müssen wir was verbessern, um das System sicher zu machen. Genau, und damit bin ich bei der Zusammenfassung. Was habe ich heute versucht beizubringen und mitgeteilt? Das war zum einen, dass die Teleoperation auf eine Verschiedenheit, eine Vielfältigkeit von Use Cases anwendbar sind. Und zwar generell immer fast immer da, wo automatisierte Fahrzeuge oder eine Automatisierung auftritt, da kann auch Teleoperation stattfinden können. Und auch darüber hinaus natürlich auch selbstständig, Teleoperation nur für sich. Dann, ich habe euch noch vorgestellt, dass die Netzwerkverbindung nie beides sein kann, also sicher und schnell, sondern es ist immer irgendwie ein Kompromiss, den wir eingehen müssen. Dann die Latenzkette haben wir uns angeschaut und wir konnten feststellen, so gut wie jede Komponente leistet einen Beitrag zu dieser Latenzkette. Und wenn man sich, Hausaufgabe sind nicht cool, aber wenn man sich das überschlägt, dann kommt man letztendlich raus, dass mit unserer Software, also Encoding und so weiter, wir von dieser Latenzkette gerade mal 22% ausmachen und die restlichen Prozent, die sind einfach Hardware-Randbedingungen, also sprich ein großer Teil, um wirklich die Latenz beim teleoperierten Fahren in Zukunft runterzukriegen, muss in Hardware-Entwicklung laufen. Genau, das haben wir uns angeschaut. Latenz sollte immer reduziert sein und um den Menschen ein Situationsbewusstsein verschaffen zu können, reichen nicht allein die Videos aus, auch nicht in guter Qualität, sondern wir müssen das erweitern aufgrund des Remote Perception Problems. Und im Anhang sind noch meine Quellen und damit danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja. Okay, die Frage aus dem Publikum war, warum man die Kamera nicht quasi direkt hinter der Windschutzscheibe, aber relativ vorne positioniert, sodass man quasi keine Einschränkung durch die A-Säule oder so hat, weil es ja doch auch einen Unterschied von der Höhe macht, ob man es jetzt auf dem Dach hat oder nicht. Ja, es ist immer ein Kompromiss, es ist nie optimal und allein die, also es sagt ja niemand, dass die Position des Fahrers im Auto optimal ist. Also wenn ich mir allein die Summe an Bagatellunfälle anschaue, wo Menschen die Dimensionen des Fahrzeugs falsch einschätzen, dann ist die Position des Fahrers wahrscheinlich nicht mal das Ideale. Und was wir aktuell auch machen, ist, wir haben ganz vorne am Fahrzeug, an der Motorhaube, eine Weitwinkelkamera, die diesen toten Bereich, wo der Fahrer nicht hinschauen kann und wo nicht mal die Kamera vom Dach aus hinschauen kann, die in diesen Bereich schaut. Und da kann man echt ganz gut sehen bei uns, gerade wenn wir jetzt, wenn ein Teleoperator sich die Videos anschaut, aber der Sicherheitsfahrer fährt, dann kann der Teleoperator dem Sicherheitsfahrer sagen, ja, da kommst du vorbei und da kommst du nicht vorbei, weil der im Fahrzeug erkennt es nicht, aber der Teleoperator schon. Also sprich, es ist nie ideal, man hat da immer irgendwo tote Bereiche aktuell. Sauberkeit. Ja, noch eine Frage. Ist die Hardware heutzutage in den Fahrzeugen ausreichend, also jetzt Antoratoren genauer, dass quasi Latenzspiele im Getriebe und sowas klein genug ist, dass wenn man quasi das Teleoperiert, dass man da irgendwie kein falsches, ja, dass man keine weitere Latenz aufbringt, sondern dass quasi, wenn man das Gelenk halt steuert, nicht da irgendwie eine Verzerrung entsteht? Die Frage aus Publikum war, ob man von Serienfahrzeugen oder ist die Hardware in aktuellen Fahrzeugen so weit, dass man die direkt für die Teleoperation jetzt gerade beim Lenken und so weiter verwenden kann, ohne eine zusätzliche Latenz zu haben? Wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich vermute es ja, dass die Aktuatoren, die gerade für Spurhalteassistenten und so weiter verbaut sind, schon die Kraft haben und auch schnell genug sind, für sowas eingreifen zu können und dafür da zu sein. Ich kann es aber nicht testen. Ich war noch nicht in der Industrie. Ich kann da nicht reinschauen. Ich weiß es nicht. Da muss ich passen. Genau. Also die Einschätzung aus dem Publikum ist auch, dass es ausreichen sollte. Genau. Sind, ja. Gut, dann Dankeschön.